Hallo Leute, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Ich hoffe, ihr hattet ein sehr schönes Silvester. Ich hatte es auf jeden Fall, obwohl wir nicht mehr so viel Böller rumliegen hatten. Das war sehr schade, aber wir haben es mit Wunderkerzen und Knallerbsen dann gelöst. Für dieses Video habe ich mir nochmal ein paar kleine Minigames angeschaut und bin dann auf die Stickman-Reihe gestoßen. Ich habe mich ein bisschen informiert und in der Stickman-Reihe sind wir ein Strichmännchen, das gewisse Straftaten vollzieht, wie zum Beispiel aus dem Gefängnis ausbricht oder einen Diamanten stehlt, wie auch im heutigen Video. Und bei diesem Spiel gibt es allerdings zwei Herausforderungen für mich. Und zwar einmal ist das Spiel auf Englisch. Und das Ding ist, meine Englischkünste sind nicht die besten. Also ich kann Englisch aber eben nicht besonders gut. Und das zweite ist meine Reaktionsfähigkeit. Das heißt, ich bin jetzt keine krasse Gamerin und ich muss anscheinend während des Spiels sehr, sehr schnell reagieren können. Und das Ganze noch auf Englisch. Das heißt, ich muss erstmal in meinem Kopf übersetzen und dann bin ich wahrscheinlich schon tot. Also Leute, ich glaube, es wird sehr unterhaltsam. Wir starten. Let's go! Okay, wir sind jetzt hier gerade im Hauptmenü und wir starten jetzt das Spiel. Nachdem wir den Anfang übersprungen haben, da ich kein Englisch kann, machen wir das Ganze mit dem großen Knall oder schleichen wir uns rein? Wir sind laut. Ui, Leute, ich habe das Gefühl, das war falsch. Jetzt hört uns doch jeder, oh Gott. Ah, oh Gott, jump. Ich bin überhaupt nicht gesprungen, hä, wie dumm. Retry. So, jump. Was war denn das für ein Jump? Was macht man denn? Oh mein Gott. Nochmal. So, jetzt ram. Wir rammen den weg. Das hat funktioniert. Was ist denn das für ein komisches Bild? Ich verstehe nicht, was du sagst. Shield. Hab's geschafft. Basket. Warum holt man sich denn, wenn man einen Diamanten klaut, auch einen Basket, also einen Korb, wo der Diamant nicht reinpasst? Oh, vorher nichts geplant. Nee, wir rammen einfach rein, so by the way mal. So, retry. Wir müssen jetzt das Ding uns nehmen. Wir machen doch so den Diamanten kaputt, bin ich blöd? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, wie schnell muss man da bitte reagieren? Und warum jedes Mal, wenn ich sterbe, kommt eine scheiß Werbung, ha? Ich bin ein Strichmännchen. Wie hat dieser Typ es jetzt geschafft, mich zu erschießen? Okay, mein Kopf ist eine runde Kugel. Ja, okay. Ja, okay, okay. Wir fangen nochmal neu an und wir gucken, was wir machen. Baum. Wir öffnen einen Baum. Nein, wir verstecken uns. Hä, wie dumm ist das denn? Hätte ich gewusst, dass dieser Baum, ja, ich dachte, der holt jetzt einen Baum raus und wirft ihn auf ihn um. So, aber was macht er? Nein, er hält sich am Baum fest. Oh, habe ich jetzt, natürlich, dieses Spiel, ne, es macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn. Ich glaube, da war noch ein Stein. Was soll denn sonst noch passieren? Stein. Wenn ich Stein geklickt hätte als erste Option, wäre da, Stein liegt vor dir, oh, du bist drüber rübergefallen. Stein. Oh, Helikopter. Bubble. Ich hatte eine Sekunde Reaktionszeit. Na, jetzt bin ich einfach schon wieder tot. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Wir entspannen uns. Wir tun die Kopfhörer zurück in die Ohren. Noch Among Us-Werbung. Hä, was ist denn das für ein... Among Us Solo Kill, Among Us auf Wish bestellt oder was? Bubble. Genau, diese Seifenblase, die hält auch diesen Schuss ab. Ich glaub's auch echt, ganz ehrlich, ne? Sir, place your hands where I can see them. Drive. Sir, I can see them. If you do not comply, I will be throwing a fire upon her. Oh, ja dann Diamond. Schmeiß ich den Diamanten jetzt auf die, oder? Jetzt bin ich, wenn ich jetzt nicht tot bin, ne? Ich lebe einfach noch. Und ich bin mit Diamanten unten. Aber nein, alles realistisch. So, nochmal zum Start.
Jetzt machen wir das Ganze anders und zwar jetzt schleichen wir uns rein. Ich hoffe, da muss man nicht so schnell sein, weil da sehen die uns nicht mehr. Vielleicht haben wir dann länger Zeit zu entscheiden. Ja. Haube oder so irgendwas? Nee, man darf uns nicht erkennen. Wobei, die sehen da alle gleich aus. Das ist auch scheißegal. So, wir jumpen hoch. Och, das ist doch nicht wahr. Ganz ehrlich, nee, tschüss. So, dann machen wir jetzt, das geht, Anti-Grab-Dingens, also wir fliegen damit, glaube ich. Ja. Ach, klasse. Ich habe, ja, natürlich fliegt man dann unendlich nach oben. So, jetzt nehmen wir die Pickaxe. Ach, haben wir es geschafft? Nee. Die Gun. Warum hängen denn auch Spielzeugpistolen in einem Militäruntergrund? Nee, ganz realistisch mal wieder. Dann nehme ich die Play. I gotta warn someone. Sag mal. Oh, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Oh, ich pass auf, wenn er guckt. Jetzt. Diamant, Leute. Wir machen das. Ja, jetzt sind wir groß. Oh, das ist von Mario Kart. Das ist groß werden. Wir sind durch. Ja, genau. Da schlüpft ein Dinosaurier. Ah, aber der hilft uns. Ach so. Ach du Scheiße, oh, sind wir jetzt auf Chaos Center, was? Sir, you might want to come look at this. Du siehst aus wie eine Fliege. Hä? Okay. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade getan habe, aber ich habe irgendetwas aktiviert. Da sind wir wieder. Da ist der Diamant und da ist jetzt anscheinend irgendein Riesenroboter. Komm, Bruder, renn raus, rette dich. Die Zeitlupen-Action. Da hinten ist der Roboter und zerstört alles und wir rennen weg. Wir rennen so. Okay, es geht noch weiter. Ich habe den Epic Way gewonnen. Wie will man diesen Diamanten verkaufen? Wer kauft so einen Diamant? Ja, wahrscheinlich jeder auf dem Schwarzmarkt, oder? Naja, egal. So Leute, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und ein Abo auf diesem Kanal, falls ihr nichts mehr von mir verpassen möchtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.